ist Nico bei mir. Wir sind gerade durch die... Mega Fail gehabt eben. Durch die Zugangskontrolle, kann man das so sagen? Ja. Ja. Und zwar haben wir hier unsere Tickets. Nico hat eins für alle Tage vom 3., also vom 4. bis zum 7. Und hab noch zwei Gasttickets organisiert für meinen Kameramann, direkt bei der Presse, die meinten, ja, kein Ding und so weiter. Noch Monate vorher. Es hat sich herausgestellt, es war ein Tagesticket. So eine Scheiße. Zum Glück habe ich noch ein zweites gehabt, dass wir heute erstmal reinkommen, aber die nächsten Tickets müssen wir jetzt erstmal klären. Jo, sonst komme ich nicht mehr mit rein und dann gibt es keine guten Aufnahmen. Doch, Stativ macht es besser als du. Nein, Spaß. Ja, okay. Das kann sein. Nein. Aber dafür ist es nicht so toll. Mann, Witz. Jo, man sieht sich. So, Nico bereitet sich hier gerade vor, um die erste Show zu filmen, die wir heute aufnehmen werden. Nico, erzähl mal ein bisschen über die Firma. Ayton ist eine Firma, die sich im letzten Jahr mehr gemacht hat, finde ich. Wir hatten damals noch die alten Eye-Colors von denen und die waren halt eher laut als hell als die heutigen Lampen. Also mit dem Magic Dot haben sie auf jeden Fall den Markt platt gemacht. Die waren überall im TV. Also ich bin von Ayton mega begeistert. Und was so mein Messe-Highlight, was Licht angeht. Alles klar, dann sehen wir uns später. Wir sind jetzt am Stand von Ellen Thies und drehen gleich mit Johannes die neue D-Lab Kompakt-Serie und Toni war wieder am Texten und Vorarbeiten. Yo! Er hat mehr als Jo nicht drauf. Ich kann ja mal am Ende eine Competition machen, wo alle Jo, 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 Jos drin sind. Jungs und Mädels, wir sind hier gerade am Vorbereiten. Wir sitzen gerade in der VIP-Lounge, ganz geheim. Trinken unseren O-Saft, vorbildlich kein Alkohol und ich habe einen Lolli im Mund. Zum Glück habe ich die Macht des Schnittprogramms. Nein, hat er nicht. Doch, zum Glück. Wisst ihr, wie Nico Videos macht? Der knallt die einfach in Sony Vegas oder was weiß ich rein, Camtasia. Movie Maker. Er knallt den Movie Maker, macht ein Ende und ein einen Anfang und Abspann und das serviert er euch. So arbeitet er. Ja. Nein. Wir sind jetzt am Stand von Backoff, einem Hersteller, der keine Moving Heads hat, keine Lautsprecher, keine Mischpulte, kein gar nichts. Aber was anderes, aber und zwar, was man irgendwie noch nie von Messe gesehen hat, also zum Beispiel zumindest ich nicht, Systemintegration, digitale Steuerungstechnik und so weiter, sehr interessant. Das sieht man hier, werden wir gleich Video von machen, also kommt auch bald online. Jo, wir sehen uns. So, wir sind jetzt bei D&P Autotechnik, warten auf den Wolfgang und dann wird gleich das nächste Video gemacht. Und wir haben voll den vollen Terminplan, dann kommt gleich D&P Autotechnik, wahrscheinlich werden wir daraus viel Videos machen, also anstrengender Tag heute. Jo, schon wieder haben wir, wir haben jetzt schon wieder 4-5 Videos im Kasten und das hört einfach nicht auf. Macht aber auch Laune. Macht auf jeden Fall Spaß und ich hoffe, ihr werdet euch auch an dem ganzen Videomaterial erfreuen. Wir sehen uns bestimmt nochmal. Alles klar, Toni, ich bin weg. So, Jan ist heute als Influencer hier bei Das Light. Na, wie ist es? Jetzt super, meine Stimme ist zwar schon fast weg, aber läuft auf jeden Fall cool, viele coole Leute da. Viele interessante Gespräche und dann wirklich alle Altersklassen und alle Leute aus allen unterschiedlichen Branchen. Ich hatte vorhin einen Bühnenbauer, der für Rammstein und Toten Hosen aufbaut. Echt? Ja. Da könnte ich dann das sogar nicht kennen. Ja, kann gut sein. Vom Blackbox. Hat er auch schon so klein bis so groß. Hatten wir auch. War echt cool. Entschuldigen Sie, haben Sie T-Shirts? Nee, T-Shirts sind mir leider nicht. Dann will ich T-Shirts nicht. Sind aus. Nö. Kann aber nicht wahr sein. Was ist los? So, wir waren auf dem Parkplatz. Haben wir jetzt das Kamerazeug abgeladen, weil wird dann doch irgendwann richtig schwer, Tontasche und Kamera und so weiter. Außer halt die kleine Vlogging-Kamera. Gehen jetzt nochmal zu Das Light, zu Jan an den Stand und werden da stehen. Gott, war der scheiße. Egal. Ich hoffe, man hat mich gesehen. Bis dann. Immer noch Tag 2 der Boot und Sound. Wir sind jetzt am Stand von Das Light. Die Best ist eigentlich schon vorbei. Jetzt dreht Jan hier noch ein kleines Video. Danach ist wahrscheinlich Standparty angesagt. Wir wissen noch nicht genau wo. Wir wurden von mehreren eingeladen. Ja, in der App und I think you can really explain it. I also see it and it was very easy to use. Yeah, sure. Nico wird sich nicht einig. Ich bin hier immer noch gefangen. Jan dreht jetzt schon wieder ein Interview. Toni, tut mir so leid. Wir sind die ganze Zeit schon, ja, wir gehen nach Hause, gehen nach Hause. Und jedes Mal sagen wir, nee, wir gehen auch da, wir gehen auch dahin. Er tut mir doch schon ein bisschen leid. Dein Fresser. So, Tag 2 der Poet and Sound ist jetzt zu Ende. Tag 2. Wir sind mal wieder geschafft. Im Hintergrund seht ihr die Skyline von Frankfurt. Nico, du musst in die andere Richtung.
Da tut mir leid, Türmchen. Tut mir leid, ich hab's gemerkt. Da sind die Türmchen. Jo, perfekt. Ja, sieht schon schick aus. Die Füße tun mega weh. Es war echt richtig, richtig geil, muss ich sagen. Wir wurden am Ende noch zu vielen Teilpartys eingeladen und zu vielen Veranstaltungen. Mega nett. Ich freue mich mega, aber wir können einfach nicht mehr. Die Füße sind kaputt. Wir sind jetzt tot. Wir gehen jetzt erstmal in die Wohnung. Werden ein bisschen, obwohl ich habe gar keinen Hunger mehr. Wir haben richtig viel geschnitten und müssen. Wir werden viel gedreht. Jetzt knall ich schon durch. Wir müssen noch viel schneiden und auch nochmal schlafen, ey, weil morgen geht's weiter. Und übermorgen geht's auch nochmal weiter. Und dann morgen, wenn Geburtstag ist, wird morgen sowieso nochmal anstrengender. Alles klar, Jungs und Mädels. Das ist jetzt der abschließende Vlog zu Tag 2. Und wir sehen uns zu Tag 3.